Schauen wir mal, was für Zeit wir haben. Nein, keine Werbung für mich. Oh, werbefrei da. Hallo, ist keine bezahlte Werbung. 14:27 Uhr. Eure Bro, eure Stadionvlogger des Vertrauens, hat die 15 Minuten Fahrstunde. Aber schaut, gerade noch online kommt Basel gegen IB. Also checkt den Vlog ab. Und ich glaube, ihr seht es. Haare, Kater, Seite auf. Oh my days, man. Seiten sind eins zu lang. Ein Barber ist schon seit einem Monat zweifällig. Auf jeden Fall, erst wird sich jetzt frisch gemacht. Wir machen einen riesen Cut. Wahrscheinlich bis in 2 Stunden. Nein, 2 Stunden ist Match. Bis in 1,5 Stunden vor dem letzten Grund. Erst noch zu der Fahrstunde und dann kommen wir schon irgendwie dort an. Wir arbeiten ja jeden Vlog irgendwie. Also, wir hören uns gerade. Schauen mal euren Bro. Braun! If you see this, Braun, Placement, Official Partner, schau mal wie fresh wieder. Oh, ich schaff's nicht einmal, mir Ding kaufen. Ich hab verpennt, mir Ding kaufen. Rasierschaum. Jetzt soll ich eine Maschine wieder Dings lassen. Aber ey, super Maschine, ich kann sie jedem empfehlen. Da. Morgen, Braun. Sogar mit Special Funktion. Wet and dry, brother. Every occasion you want, you can use this. No problem, brother. Woo! Gibt's etwas Schöneres? Oh my days! Dort an der Straße kommen wir gerade zum Spiel, weil die Sonne, ich drehe mal um. Schau mal. Die Leute haben so in die Schnurren, dass ich nicht wirklich Lust habe zum Reden. Also chillen mal. Wir sind noch nicht bei der Aufstellung, aber bitte. Komme ich das mal pünktlich rein? Ich nehme doch alles auseinander. Es ist von dort hinten bis dort führen. Leck mir am Arsch. Irgendwie typisch für Ding für Bern. Direkte Glattrote. Dann da im besten Heimstadion. Schau das an. Wo? Jetzt sieht es so aus. Holy. Die hätten können 2 Punkte aufschliessen. Okay. Wir sind drin. Jetzt noch zu dem Platz. Hoffen wir auf Choreo das mal. Das ist hier. Schafft noch. Ich blende kurz Aufstellung und ihr seht, der Conte fällt. Und Kita auch. Ah nein, der Conte ist auf der Bank. Geht jetzt ziemlich mit der Besten. Also ihr seht, ich habe schon seit einem Monat das Gefühl, dass Hopper das Spiel entscheidet für sich. 2-1 vom Gefühl. Aber jetzt, wo Basel gewonnen hat und Zürich, St. Gallen, ihr habt ja gesehen, verloren. Also eigentlich mühend. Wenn nicht heute aus der Krise kommen von dem Punkt, dann können sie das Titelding vergessen. Sie müssen heute gewinnen im Derby, die 12 Tage ist wieder eins. Und sonst sieht es für den FCZ schlecht aus und die GC muss aber auch gewinnen. Also wird das geiles Derby. Herd, ausverkauft. Schauen so, ja, Hoppers, alle mit der Schale draussen, geile Bilder und Kurven. Ja, ich glaube, ihr hört, was sie singen. Sogar der Sektor D singt mit. Schau den Platz, schau dir so Perlen genau in der Mitte zum Topers und Zürcher können bewerten. Also heute höre ich ganz genau, wer Leuter ist. Wir sind am Käse von dir am Werfen. Oh, der geil und zünden, geil, Mann. Gönnt euch das mit dem Himmel. Also klar, das kann ich in jede Richtung, aber mein Tipp von vorher ist der, den ich vor einem Monat kann. Jetzt. Auch wegen dem Basel-Spiel bin ich mir nicht mehr sicher. Also lassen wir es auf uns zukommen, das Zürcher Stadtderby. Ich finde es so geil, jetzt nochmal vor dem Abschluss zum Ansprechen, wenn man so oldschool komplett im Schwarz in der Kurve ist. Ich liebe das, wenn eine Kurve ganz schwarz ist. Und das Derby ist ab, ich vergesse von rechts nach links. Weggeschlagen direkt. Keine Gefahr. Zürich wieder. Oh, warte mal. Ihre Elektroplanung für morgen. Gute Wolle-Tiffi. Hoppers am Zürich. Oh, warte mal. Eieiei, ich muss auf Bude bringen. Riesen Chance. 20 Sekunden zu. Direkt mit der Stimme. Oh, was ein Fehler von GC. Jetzt auf links, auf der. Ja, richtig, Flug.
Oh, ich kann der erste richtige Abschluss fällen für den Oper. Kein guter Ball von Markus Janne. Kein Fall, weiter, Schmidt. Oh, was ein Ball. Jetzt. Und. Eieiei, erster Abschluss, müssen sich die Bude bringen, ganz vorne. Beide wieder mit einer Message, schau mal. Rechts und links. Wieder ein guter Krasnitschi. Was ein Schnitt von Krasnitschi. 1-0 für Zürich, schau dir die Kurve am Jubel. Spiel ist wieder Anpfiff von Zürich verdient. 1-0 in Führung und schon wieder am Kopf. Oh, wieder am Ball. Oh, stabil, Bruder, immer mehr anzünden. Gut durchgespielt. Oh, Ecke, ganz stark Angriff, stark gespielt. Warte mal, Ecke immer noch. Luft, Ballfluss. Krasnitschi. Ei, Schiedsrichterin in dieser Situation im Wald, das Katastrophe. Was nicht sehen, was der Führer macht. Mal schauen, ob er reingreift. Greift er sich zu. Schau mal, sie ist vor so tief direkt. Sie sind sich am Beleidigen. Oh, kein Offside, gar kein Offside. Arme Stark, ist er immer noch. Nie im Leben Offside. Lüpfen. Ganz stark ausgestellt. Noch Minuten und dann Hälfte. Nochmal ein Angriff vor der Hälfte. Oh, fahr mal! Was für Parade! Alles in Schweden, der beste Goal in der Liga, guckt wieder, zack, jedes Mal wieder. Unnötige Finte. Oh, super, ganz gute Finte, richtig für sie. Nochmal sie. Ah, weg, das wird es gewesen. Ja, gehört der Pfiff. Zürich 4-0-2. Oh, eigentlich kann ich etwas erholen. Jetzt haben wir 10-15 Minuten Anstatt vom Schiffen. Jetzt sind sie schon wieder am reinkommen. Wir kommen wieder ganz kurz zu der Halbzeit, aber das Spiel ist wieder ab. Wir schauen jetzt hier. Oh, Bruder. Fans für ein Derby noch nicht so krass. Zürich führt, glaube ich, mal Stats jetzt sind, komplett verdient. Und der Hammer rückt, also geht es irgendwie nicht ins Spiel hineinkommen. Keine Chance kreiert und selber irgendwie vom Hammer gerettet worden. Also unglaublich, was der Hammer hebt für Hoppers in den letzten paar Wochen. Und sie haben noch mehr Probleme, weil ich glaube, mal dabei liege und ihr sehen, auswärts, Lausanne, Luzern, Rote kassiert und Lausanne wiederholt. Jetzt sogar geht es. Also sie müssen das Spiel drehen, wenn es für sie gut aussehen soll. Aber realistisch, ich denke, Zürich gewinnt das entweder 1-0 oder 2-0. Oh, das spielt eine riesige Chance für Ball. WC super mit ihrer Großchance hineingeschlagen. Und schon wieder WC-Papier anfliegen. Schau mal. Viel Zedane, Freund. Oh, schau mal. Hoppers mit der Ansage. Ich könnte selber lassen, wie es sind. Jetzt sie mit der Message. Schau mal. Oh, jetzt eine kleine Rudelbildung. Mal schauen. Ah, löst sich. Ist ein Zweikampf gewesen. Braucht es mal im Derby. Schau die Antwort. Die Antwort auf den Zweikampf. Der ganze Sektor sogar bei der Familie am Springen. Oh, was ein. Oh, stark gefangen wieder vom Hammel. Unglaublich, wie er den Ball fängt. Gebt euch mal die Bilder, die ganz Hopperkurve, Alter, die ganz Kurve am Umspringen. Oha, interessanter Wechsel, der Fink schon so früh raus. Oh, wenn ich
Derby, für ein Derby. Irgendwie komisch. Ganz viel über raus. Das ist auch. Oh, was für ein. Oh! Nein, nein, jetzt gehen wir, zu wenig. Mal schauen, der Wartung kichert das, aber ist mir zu wenig. Oh, ernsthaft, ich bin FCD. Hey, wenn du von der Bank bin, kannst du auch einen Luxus in dieser Liga. Langsam kommt ein bisschen Derby-Stimmung, noch mehr Derby-Stimmung, es muss langsam mehr kommen. Oh, wieder über die Uhr. Alter, gibt es noch eine riesige Chance für GC. Oh, was eine Parade vom Hammer, vielleicht Offside von Zürich. Ja, jetzt zeigt es an, jetzt, nach einer Minute gefühlt, also nein, 20 Sekunden, aber lächerlich. Stell mir jedes Mal einfach vor, wenn sich jemand da verletzen würde in so einer Situation, wäre einfach unnötig. Oh, jetzt geht es an der Offside-Grenze. Starke Finte. Oh! Ausgleich! Ausgleich! Nicht unverdient, wenn man die nächsten 5 Minuten anschaut. GC macht etwas und GC belohnt sich mit dem Unentschieden. Das wird jetzt interessant, weil ich bin mir sicher, dass das auf Offside checkt wird. Alter, wird das denen wehtun? Alter Schwede, Stadionsprecher, wie sie ausgepfiffen werden, unglaublich! Jetzt kommt es auf den Support von der Kurve rauf. Südkurve heute eigentlich wie immer stabil. GC auch, aber jetzt braucht es von beiden nochmal 10, 20, 30% mehr, um einen Sieg mitnehmen. Typisch Derby, da kann jetzt alles passieren, egal wie man vorher im Ding ist im Spiel. Derby ist ein Derby. Schau mal ganz genau, stimmt auf, wenn er hoppert, sind links, vier im Sektor, alle am Erheben, wie im Sektor Derby mit Zürcher, jetzt da bei GC Zürich. Super Situation. Spielt es mehr führen und es ist auch noch besser zu GC am Vorwieder. Klein zu weit über den Ball. Warte mal, ei. Komplett verhauen, unglücklich. Schau, nächste Message. Auch kein Plan, was es bedeuten soll, aber klären wir gut. Gegen zwei schwer. Gut zurückgespielt, stark und sauber. Oh, warte mal. Ui, das da haben wir dort, was da bleibt. Ganz gut abgeschlossen. Oh, interessanter Wechsel für Zürich. Er ist hier. Die Verteidiger raus und den Stoßstürmer rein. Mit knapp 5 Minuten rüber. Beide mit unnötigen Fehlern, aber stimmig. Hört einfach zu. Regulär sind wir fast durch, das nimmt mich Wunder. Max 3-4 eigentlich, Max noch 3. Oha, 5 oben drauf, warte mal, da haben wir es nochmal. Alter Schwede, schau mal, in Unterzahl hat Luzern Spiel noch trägt. Ganz wichtig auf Sicht von der Grasshopper. Mal schauen, wie lange sie noch laufen lässt. Eigentlich muss er schnell führen spielen. Ja, er leitet sie ab. Oh, er spielt sie kurz. Gefährliches Spiel, ganz gefährlich. Das ist doch nicht gut, oder? Ah, nichts. Warte mal, ich hab's nicht drauf. Komm, Bori mit dem Feuer. Ey, der Schwede, last minute. Ich hab sogar 2-1 gut. Alte Schwede, sind das Szenen. Hoppers kühnet wieder mal. Ein Zürcher Stadtderby, unglaubliche Szene, muss man ihnen lassen. Geile Jubel von ihnen, aber durch so einen bitteren Fehler. Hey, ich bin wirklich neutral in der Liga, aber die Emotion, die sie jetzt haben werden, das wird crazy. Das muss man ihnen halt lassen. Tut halt Scheiße nochmal weh. Aus der Sicht, wenn man ein Zürich-Fan, also ein FCZ-Fan ist, aber aus neutraler Sicht. Hey, das ist ein Derby, das wir schauen. Ganz interessant, alle bei der Schiedsrichterin. Alter, wenn das jetzt zurückgenommen wird. Ich habe mir schon vorher gedacht, das könnte ganz bitter für jemanden enden mit dem Warmi. Wir haben ja da schon mal gesehen, Zürich gegen irgendjemanden ist auch irgendwie last minute zurückgenommen worden. Ja, oh, ja, ich glaube, das wird nie,
Wenn die noch eine Rudelbildung machen, dann zieht sie einfach ab. Sie müssen aufpassen, wenn sie noch etwas mitnehmen. Sieht nicht danach aus, als würde sie noch irgendein... Ja. AP, Fluffy, alle Führer rennen. Alter Schwede! Sie alle Führer... Wenn sie jetzt noch aus... Also... Warte mal. Nein, nein, sie zieht ab, oder? Ja. Hoffentlich geht es jetzt Zürich 3 nach einer schwachen ersten Halbzeit. Das Derby mit dem reinen Willen, wie es mehr gemacht haben und gewinnen. Zürcher Stadtderby, wir sehen uns wieder in 10 oder 11 Tagen. Oder keine Ahnung wie lange. Irgendwann ist doch wieder in so 10 Tagen oder in 12 Tagen. Alter, die Szene. Also wie alle FCZ-Fans, die das schauen, ich will eure Meinung, wie ihr es seht. Die Mannschaft geht nicht mehr richtig vor die Kurve und vereinzelt werden sie, glaube ich, sogar weggeschickt. Also ganz interessante Szene. Die sind jetzt in einer größeren Krise. IBE patzt und genau dann patzen Zürich und Ding, St. Gallen auch. Es ist unglaublich. Das muss man ihnen lassen. Egal auf welcher Seite man steht, wenn man neutral ist. Die Fußball-Emotion, das beschreibt es einfach wieder. Gestern in Basel und heute da. Gebt euch das. Die machen weiter und weiter, was nie aufgehört haben. Weiter und weiter, die man beleidigen, die Gegner. Oh, unglaublich. Also das, klar, ich schnurre jetzt ein bisschen viel, aber das muss man ihnen lassen. Nach dem Ding noch so weitermachen, nach so einer bitteren Niederlage für sie. Trotzdem ganz stark. Unglaublich. Unglaublich, nach so einem Tag. Südkurve bleibt teils noch da, ist oben Licht leer, aber ganz unten sind ja die, wo steht länger im Platz an und die pfeifen noch. Trust in yourself. Man sieht mich zwar nicht, aber wenn ihr einen Spot wollt, vor dem Spiel oder nach dem Spiel, beim nächsten, würde ich euch alle hier sehen. Ich werde auch aufnehmen. Irgendwie in 10 Tagen haben wir ja eh wieder ein Derby hier in Zürich. Oder in 12, korrigiere mich. Aber Trust jetzt. Also wenn das Stadion ist so, ihr seht ja, ihr wisst, wenn ihr auf Kopf von wo kommt, der sieht euch. Blend mal den Insta ein, Jay Grill. Aber trotzdem, schaut selber jetzt. Da im Licht, jetzt sieht man, das wird jetzt schön bewertet. Ich sage, das ist wirklich, es lohnt sich komplett. Dann sehe ich mit Zürich nur einen Ehrlichen, der sein eigenes Ding macht. Das Teil kann wirklich etwas. Wenn ich das sage, vertraue mir, ich bin streng. Sag ja, man sieht, doch, jetzt sieht man mich. 10 von 10 nicht. Das ist sowieso schwierig zu erreichen. Also, wie willst du eine 10 erreichen? Aber sicher so ein 8 oder 9. Also wirklich geil. Vor allem, schau mal. Fleisch frisch vom Grill. Ich werde dann im nächsten Video hoffentlich kann ich mal drin filmen. Mir ist echt ein geiler Schuppen, Mann. Frisches Fleisch vor der Schnur, vor euren Augen tut er schneiden. Frische Zutaten selber gemacht, die Soße, was er will. Spiel ist durch und alter Schwede. Bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, zum Zürcher Derby, fassen wir den heutigen Super League-Tag zusammen. Also St. Gallen hat das beste Heimteam von unserer Liga, hat 1-4 aufs Dach bekommen. Patzt. Dann, wer war noch? Zürich. Hätte jetzt auch aufschliessen zu IB, patzt auch. Und die einzigen, die performen, sind Servet. Luzern hat für die Hoppers gesehen, also für GC Zürich, das Spiel noch können drehen, weil sonst wäre, glaube ich, wie Losaspo wäre dann, glaube ich, 3 Punkte. Ah nein, GC hat ja jetzt 24. Also krass, ich blende euch da mal die Tabelle ein und ihr seht, Lugano ist 5. und nur noch 3 Punkte hinter Zürich. Ich habe es schon im gestrigen Video gesagt. Das wird so eine enge und spannende Liga. Auch IB aktuell nicht so gut in Form. Klar, sie haben jetzt nicht einen so schwierigen Matchplan. Zürich übrigens mit dieser Niederlage gehören sie jetzt mit Losaspor zu den 2 formschwächsten Teams, glaube ich, von der Liga. Ich glaube, sie haben jetzt von möglichen 15 Punkten 2 geholt. Und jetzt kommen wir auch allgemein zum Spiel. Erste Hälfte. Zürich top. Kann man nichts sagen. Als neutraler Fan, außenstehend, du schaust das Zürcher Stadtderby. Zürich konnte 2 oder 3-0 führen, der Hammel sowieso. Ich habe es auch schon im Video gesagt, für mich der beste Scorer zur Zeit in der Liga. Hat sie gerettet mit dem auch der Schuss, den er an die Latte gelenkt hat. Der eine Eckball, der knapp wurde, oder die Flanke, die eine. Ihr wisst schon, welche ich meine. In der Halbzeit habe ich dann auch gedacht, dass meine Anfangsdiagnose, Prediction von 2-1 für GC komplett falsch war, weil das war einfach damals mein Gefühl, weil halt Zürich in einer schwierigen Phase ist und GC für ihre Tabellenverhältnisse eher in einer stärkeren Phase war. Aber jetzt hat GC
zweite Hälfte viel besser angefangen als die erste. Dann ist sie die zweite Hälfte gegangen. Das Derby ist sowieso, es ist irgendwie von der Stimmung zu den Fans auch gerade. Die Kurve von den Hoppers und von den FCZ-Fans, beide, also die Südkurve und die Kurve von GC. Irgendwie, die Derby-Stimmung war für mich in der ersten Hälfte noch nicht so da gewesen. Also das ist meine Meinung zumindest. Das war noch nicht so ganz da gewesen. Es hat sich dann gefühlt ein bisschen auf dem Platz wiedergespiegelt. Ich weiss nicht, was mit Zürich los war in der zweiten Hälfte. Die haben nicht gekämpft. Die haben, ich meine, die haben keine Karten kassiert. Ich weiss, Karten kassieren ist nicht gut, aber sehen Sie mal aus Sicht von einer Kurve. Was denkt sich jetzt einer, der hardcore in der Südkurve ist, wenn sie im Club in einem Derby gegen den Erzrival der Stadt nicht einmal eine Gali holt? Es ist ein Derby, also ihr wisst was. Wenn Boca Junior gegen River Plate spielt, Barca gegen Real, Atletico Real, ihr wisst ja Derbys, ich muss euch nicht erklären, dort gibt es immer Feuer und dort kämpft man für seinen Verein um alles. Und das hat in der zweiten Hälfte gefehlt. Fans waren geil, FCZ und GCZ-Fans, beide top. Ich bin ja genau in der Mitte gesessen, Zürich war lauter, GC hat weniger Leute gehabt und in der zweiten Hälfte dann ist es sowieso komplett eskaliert. Also beim 2-1 ein Fehler von Camberi hat perfekt das Spiel beschrieben. Die haben nicht gekämpft, die haben es schlussendlich. Ist es immer noch statistisch gesehen, ich blende es euch jetzt mal ein, ist es für mich als Außenstehender kein verdienter Sieg von GC. Wenn man aber bedenkt, wie wenig Zürich in der zweiten Hälfte gekämpft hat, dann kann man halt auch nicht sagen, dass es unverdient ist. Es ist so eine schwierige Sache. Aber jetzt wirklich genug geschnurrt. Wir sehen uns am Dienstag schon wieder. Windi gegen Basel. So ein kleines Spiel kann man sagen. Wie sollte ich es nennen? Und Platz 6 für die obere Gruppe. Also, ciao zusammen.